Und willkommen zurück zu einem neuen Video. Das ist das erste Video, was ich dieses Jahr aufnehme. Deshalb ja, wollte ich euch nochmal ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ja, ich fahre heute mit meiner Mama nach Hamburg. Wir wollten ein bisschen shoppen gehen, einfach ja, ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Mal schauen, was wir sonst noch so machen. Und ich dachte, vielleicht gucke ich auch mal nach einem neuen Mantel. Weil der hier ist schon ein bisschen eng und irgendwie trage ich den nicht so oft. Aber ich habe den in meinem Kleiderschrank heute gesehen und dachte, wir probieren das mal aus. Ja, ich würde sagen, ich rede jetzt gar nicht mehr so viel rum und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. You wanna be somebody. Want us to believe that you're somebody to see. Searching for a Wir gehen jetzt in Episode und ich habe gerade schon im Schaufenster gesehen. CCSS at the end. Ja, boy, hinter als die Girls. Die Jacke sieht mega schön aus. Ich bin jetzt in der Umkleidekabine und ich habe echt viel mitgenommen. Mal gucken, was davon passen wird. Also so ein, zwei Pullover, ein Mantel. Kann man das überhaupt sehen? Es ist relativ dunkel hier. Dann habe ich noch zwei richtig schöne Korsetts gefunden. Ich hoffe, die passen. So ein Ledermantel. Was haben wir noch? Eine Winterjacke, die eine mega coole Farbe hat. Sie ist relativ groß, aber ich werde sie trotzdem gleich nochmal anprobieren. Ein Mantel in Beige und ja, noch eine Hose. Mal gucken, was davon passt. Das ist die Jacke. Die sieht richtig nice aus, aber ich glaube, sie ist wirklich sehr viel zu groß. Ja, Mama. Mittag gell, Nobert. Die Corsettops haben natürlich mal wieder nicht gepasst, aber ich habe einen Mantel gefunden. Ich zeige euch das aber später nochmal alles irgendwo, wenn wir zu Hause sind. Heute bin ich irgendwie voll viel am Jacken anprobieren. Ich weiß auch nicht wieso, der Winter ist fast vorbei. Aber schaut euch mal bitte diese Jacke an. Ich finde, die ist richtig schön. Und die ist so kuschelig von innen. Oh, eigentlich wollte ich eher so einen Mantel in der Farbe haben, weil mir der schon ein bisschen eng ist. Und ich dachte so, ja, damit ich dann einen neuen habe. But I don't know. Also der Laden, wo wir gerade drin waren, war Vintage and Rags. Und ich finde die Jacke immer noch richtig schön. Ich habe jetzt mal eine kleine Umfrage in meiner Insta-Story gemacht. Und ich habe den Mantel jetzt erstmal reservieren lassen. Und die haben bis 19 Uhr auf. Also wenn ich mich dafür entscheide, dass ich ihn doch haben möchte, dann komme ich zurück. Pero meine Mama hat was gekauft, ne? Wie kommt das denn? Cuéntales. Compré un traje. En español, Mama. Ich habe ein schönes Kleid auf die 70s mit meiner schönen Kombination. Ja, und das ist ein echt schönes Kleid. Schöne Hemd. Bluse. Bluse. In schöne Farbe. Und Side-Style. Tschüss. Ja, meine Mama hat auf jeden Fall was gekauft. Und jetzt geht's in den nächsten Laden. Immer der gleiche Struggle mit Hosen. Ich fand die eigentlich ganz schön, noch von der Farbe. Aber dann hinten einfach komplett groß. Also, ja. Das passt leider nicht. Meine Mama hat die Hose jetzt nochmal anprobiert, aber ihr steht sie echt voll gut. Also ihr passt sie. Wir haben uns jetzt bei Rice Brothers was zu essen bestellt. Das sieht sehr lecker aus. Was hast du bestellt, Mama? Wir haben eigentlich das gleiche. Kokos Curry mit Shrimp. Ja, und ich habe das... Das ist echt lecker. Und ich habe genau das gleiche mit Hähnchen. Und genau, dann haben wir noch diese Summer Rolls mit Tofu bestellt. Ich habe gerade gemerkt, dass meine Nägel einfach zur Tasse matchen. Voll Goals. Die ist auch echt cute. Das ist übrigens der Nagellack. Den hatte ich, glaube ich, vor 2 Wochen oder so in einem, ich weiß nicht, ob es letzte Woche oder vorletzte Woche war, wo ich diesen Vlog hochgeladen hatte. Aber da hatte ich euch den Nagellack von Happy Glam gezeigt. Und ich habe jetzt meine Nägel nochmal neu lackiert. Also der andere Nagellack hat ungefähr, ich glaube, fast 2 Wochen gehalten. Und dann sind
ja, zwei Nägel bei der einen Hand abgesplittet und das sah irgendwie voll blöd aus. Deshalb habe ich das einfach komplett abgemacht und vor 2 oder 3 Tagen einfach den neuen Nagellack hier drauf gemacht. Und ich finde den auch richtig schön. Also ja, bisher bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Es sieht irgendwie sieht aus, als ob ich eine Glatze hätte. Aber habe ich nicht. Ich habe die Frisur mal neu ausprobiert. Und das sieht eigentlich ganz cute aus. Lecker, oder Mama? Wie hat es dir gefallen? Muy rico, gracias. Mama, nur in Spanisch, nicht gerade in Alemán. La gente no te entiende. Que me entiende, la importancia de la mezcla, eso va a salir mejor. Va a decir, ay, ¿por qué tu mamá habla de otro idioma? Da hört ihr es. Also, meine Mutter möchte nicht auf Deutsch reden, ihr sollt Spanisch lernen. Mhm. Oh Mann. Nein, nein, nein. Was ist der Plan für jetzt? Jetzt? Shoppen. Noch weiter shoppen. Ja, also, wir waren jetzt schon ein paar Läden. Und Kaffee und Kuchen danach auch noch. Na, nicht Kuchen, nicht mehr, aber irgendwas noch zu trinken. Ja, wie gesagt, ein paar Sachen haben wir schon geshoppt. Und ich wollte mir eigentlich ganz gerne noch so Ohrwärmer kaufen. Deshalb, vielleicht finde ich irgendwo noch welche in den ganzen Secondhand-Läden, weil ich bisher nicht finde. Die haben das irgendwie gar nicht. Aber naja, wir sind ja noch eine Weile hier. Mal schauen, was wir noch so finden. Was sagt ihr? Definitiv ein Kauf, oder? Cool. Leute, ich bin so sad. Ich habe immer noch keine Ohrwärmer gefunden. Wir waren hier schon in so vielen Läden drin. Und jetzt waren wir sogar noch einmal im Zara und Mango. Weil ich dachte, vielleicht dort, weil, keine Ahnung, die haben eigentlich immer alles, aber nicht mal dort gibt's welche. Und ich wollte die eigentlich nicht im Internet bestellen. Oh, meine Mama probiert gerade Schuhe an. Die sind für meine Tante, also wir machen gerade ein Foto, damit sie die sehen kann. Momento, le tomo un video. Also naja, wie gesagt, vielleicht finde ich nochmal welche, sonst muss ich einfach im Internet bestellen. Der Winter ist eigentlich auch fast wieder vorbei, deshalb vielleicht lohnt es sich gar nicht mehr. Aber ich finde, die sehen so cute aus und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich die nächstes Jahr immer noch, oder was heißt nächstes Jahr, halt immer noch dieses Jahr, wird ja auch irgendwann wieder November, Dezember, Winter sein, tragen würde. Aber keine Ahnung, also in den ganzen Secondhand, den habe ich jedenfalls keine gefunden. Und ich wollte auch richtig gerne solche Pulswärmer haben. Kennt ihr vielleicht auch, ich weiß nicht, nennt man die Pulswärmer, Handwärmer, keine Ahnung, aber die, ja, sind halt so... Ist hier, wenn man sieht, nicht ist hier irgendwo. Ich finde, die sehen auch richtig cute aus. Aber auch da habe ich heute leider gar nichts gefunden. Mal schauen, vielleicht werden wir noch fündig. Wir wollten ja eigentlich auch noch mal irgendwie einen Kaffee oder so trinken gehen. Und irgendwas okay. Süßes essen. Aber irgendwie haben wir nicht so viel Hunger. Also einen Kaffee vielleicht schon noch, aber Kuchen oder so, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Und ich bin hier gerade noch am Schauen. Meine Mama hat vorhin ein paar Insta-Bilder von mir gemacht. Ich habe einfach eine Zeitschrift mitgenommen, nur für die Bilder. Die sind eigentlich ganz cool geworden. Aber die seht ihr dann ja auf meinem Insta. Boah, es sind so viele. Das ist hier noch so schön weihnachtlich dekoriert alles, auch wenn kein Weihnachten mehr ist, aber ich find's voll schön. Wieder zu Hause angekommen und ich dachte, ich zeige euch jetzt noch mal ganz in Ruhe, was wir so geshoppt haben. Also bei mir wird es nicht so lange dauern, es ist nur eine Sache geworden, aber genau die, die ich gesucht habe. Ich wollte richtig gerne einen neuen Mantel für mich kaufen, weil meine beiden, die ich für den Winter habe, irgendwie nicht mehr so richtig passen. Ich habe die schon vor einer Weile gekauft und ich finde die Farben eigentlich richtig gut, weil man die mit super viel kombinieren kann. Also der eine ist so schwarz und der andere beige, so ein bisschen länger und hält auch richtig gut warm. Ich finde voll viele Mäntel, keine Ahnung, da muss man so viel drunter anziehen, weil einem sonst richtig kalt wird im Winter. Aber irgendwie sind die nicht mehr, die sitzen nicht mehr so gut. Ich ziehe eher jetzt lieber so Oversized-Jacken an. Irgendwie mag ich das sehr viel lieber. Vor allem, wenn man so einen dicken Pullover drunter hat, kann man sich sonst gar nicht darunter bewegen. Und das ist halt bei den beiden der Fall. Und der eine schwarze ist mir ein bisschen zu kurz und auch an den Ärmeln. Und ja, wie gesagt, wenn ich so einen Pullover wie den hier drunter habe, dann kann ich mich gar nicht drin bewegen. Und bei dem einen anderen ist es auch der Fall. Deshalb dachte ich, ich schaue heute mal nach neuen. Und ich hatte letztes Mal, wo ich in Hamburg war, in so vielen Secondhand-Läden schon richtig coole Mäntel gesehen. Aber ja, irgendwie habe ich da keinen gekauft.
Heute habe ich aber einen gefunden, einen schwarzen. Ich wollte eigentlich einen schwarzen und noch einen hellen kaufen, aber bei den hellen war ich so voll am Struggle. Aber einen schwarzen habe ich gefunden und den ziehe ich jetzt mal an. Der sieht eigentlich relativ ähnlich aus zu dem, den ich auch vorher hatte, jetzt nur ein paar Zentimeter länger und sehr viel angenehmer zu tragen. Den habe ich bei Episode gekauft. Der ist in der Sternschanze, der Laden, also in Hamburg. Und der ist so unfassbar cool. Also wenn ihr irgendwie aus der Nähe von Hamburg kommt oder in Hamburg lebt und noch nie da war, dann geht unbedingt dahin. Ich finde, vor allem was Jacken angeht, haben die richtig einfach total viele nice Sachen. So Trenchcoats, also vor allem wenn jetzt bald wieder der Frühling kommt, dann finde ich Trenchcoats einfach so eine Sache, die kann man immer tragen. Und ja, da haben sie richtig, richtig viele von. Aber ich habe schon eine, deshalb brauche ich da eigentlich keinen mehr kaufen. Und Mäntel haben die super viele, Lederjacken, richtig, richtig nice. Und ja, einfach allgemein so für Jacken und so ein Kram, finde ich, kann man da richtig gut einkaufen. Ja, nur man muss halt eben sehr viel Zeit und Geduld mitbringen, weil man natürlich erstmal ganz viel durchschauen muss und auch seine Größe finden muss und so. Aber naja, langer TED-Talk hier an der Stelle. Das ist auf jeden Fall der Mantel. Ein schwarzer, langer Mantel. Ich finde, er ist richtig schön. Und so ein bisschen wie ein Trenchcoat geschnitten. Also nicht ganz, aber hier oben hat er auch so eine, nicht so eine Tasche, ich weiß nicht, wie man das nennt. Außerdem ist es super dunkel. Ihr könnt es eh nicht sehen. Aber der erinnert mich ein bisschen von der Schnittform her an einen Trenchcoat. Ist leider ein Knopf, der fehlt. Aber der war dabei, einfach in der Jackentasche. Den muss ich da irgendwie dann rannehmen. Aber ich finde, das ist voll okay. Für 40 Euro hat er, glaube ich, gekostet. Absolut in Ordnung. Ich guck mal, vielleicht muss ich die Kamera umstellen, sonst sieht man es nicht richtig. Gucken, ob man jetzt was sieht. Ich weiß nicht, ist es zu dunkel? Ich mach mal kurz das Licht an. Vielleicht sieht man es so jetzt besser. Das ist auf jeden Fall der Mantel. Sonst blende ich irgendwie noch mal ein Bild oder so ein. Der hat jetzt noch ein paar Fussel und so, keine Ahnung, ob man das sieht. Also ich muss da irgendwie noch mal mit einer Fusselrolle drüber. Aber ich finde, der sieht so schön aus. Also der ist richtig gut lang, nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich hab die hinten, keine Ahnung. Und ja, ich trage die meistens eh offen, aber sonst kann man ja auch hier die Knöpfe zumachen. Den einen muss ich, wie gesagt, nochmal rannehmen. Und ansonsten finde ich, dass der, ja, richtig schön aussieht und ich freue mich mega über diesen Kauf. Meine Mutter hat ein paar mehr Sachen geshoppt, also sie kommt gleich runter. Sie zieht sich gerade noch um und dann zeigt sie auch nochmal, was sie geshoppt hat, weil ich finde, da waren auch ein paar ganz nice Sachen dabei. Meine Mama kombiniert jetzt sogar ihre Klamotten, die sie gekauft hat für euch. Also sie hat halt ein paar, sie hat ein Kleid gekauft, ich habe so eine Hose und eine Bluse, aber sie ist auch noch kombiniert, damit es ja richtig zur Geltung kommt. Ihr seht gleich das Ergebnis, sie gibt sich ein bisschen mehr Mühe als ich, wobei, seien wir ehrlich, der Mantel sah auch ganz gut mit meinem Outfit so aus, von daher war es auch ein kombiniertes Outfit für euch. Okay, das erste Outfit ist fertig von meiner Mama. Sie sagt, also das, meine Mama kann es selber erzählen. Quintalis. Sie möchte nichts erzählen. Okay, das Kleid hat sie gekauft. Ja, sieht sehr schick aus. Und sie hat es mit langen Stiefeln kombiniert für den Winterlook, ne? So geil. Muy bonito. So, ohne Stiefel. Egal ob im Winter oder im Sommer oder im Herbst oder in Frühling. Auch sehr schön, finde ich, mit solchen Schuhen. Sehr schön. 10 von 10. Und das zweite Outfit, wir haben das Licht angemacht, ich glaube, man sieht es besser. Also, woher ist die Hose, Mama? Oh, meine? Ja, genau, die, das ist die, die secondhand geshoppt wurde. Ich glaube, das Oberteil gehört dir, oder? Von wo ist das? Was? Das Oberteil, der Bluse. Ja, of course, natürlich. Der dann, der? Zara, oder? Ich glaube. Und dann noch ein Gürtel dazu, so einen schwarzen und die Schuhe auch schwarz. Komm mal, komm dich da rein, man sieht sonst nichts. Sehr schick. Die Schuhe sind wohl in der Boutique. Muy bien. Das war das nächste Outfit. Also, das war die Hose, die ich eigentlich kaufen wollte, aber die hat mir nicht so gut gepasst. Aber meine Mama, also hat sie sie gekauft. Und die hat auch nur 10 Euro, glaube ich, gekostet, ne? Ja, sehr gut, guter Kauf. Und das Kleid, was meine Mama gekauft hatte, was sie davor anhatte, das war von Vintage Revivals. Ich glaube, der Laden hieß so. Der ist, keine Ahnung, vielleicht 100 oder 200 Meter neben Episode. Also die sind in der gleichen Straße, auch in der Sternschanze. Und Humana gibt es auch mehrfach in Hamburg. Aber wir waren auch in dem in der Sternschanze. Ich habe da nicht wirklich so viel gefunden. Also ich fand, da war die Auswahl nicht so riesig. Aber ja. Okay, und jetzt das letzte Oberteil von meiner Mama. Obwohl, ich glaube, ich drehe die Kamera um, dann sieht man besser was. Das ist auch von Vintage Revivals, ne? Ja. Das ist auch so
Schöne Farbe. Ja, das ist dann alles, was wir gekauft haben eigentlich heute. Yep. Das war's also soweit mit unserer Shopping-Ausbeute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. I hope do you like it. Ciao, hasta la vista. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez. Ja. Ja, genau. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst natürlich... Oh Gott, ich dachte, irgendwas ist vom Tarnbaum runtergefallen. Dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Und schaut auch gerne auf meinem Insta vorbei. Da poste ich dann, nachdem ich die Bilder ausgesucht habe, die Tage, das Bild, was meine Mama von mir gemacht hat. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, wann auch immer ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!